Hallo da draußen, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu einem weiteren Kapitel in unserem Kurs Esst Weizen, trinkt Milch. Dieser Kurs ist ja exklusiv für Abonnenten des AgriSmart Informationsdienstes und hat bisher 10 Beiträge gehabt. Und heute mit dem Kapitel 10 haben wir den 11. Beitrag. Er lautet: Finden Sie Ihren eisernen Magen. Ich möchte vorab sagen, dass Sie natürlich hier quer einsteigen können in diesen Beitrag zu diesem Kapitel und vieles werden Sie auch gleich umsetzen können, denn unser Kurs ist so angelegt, dass es praktisch wirksame Schlussfolgerungen für Sie gibt, beziehungsweise Möglichkeiten, die Dinge, die Sie hier lernen, in die Praxis umzusetzen, mit dem Ziel zu besserer Lebensqualität. Aber ich empfehle, die vorherigen 10 Beiträge zu rezipieren, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, worüber wir hier reden. Wir haben in dem Kurs bisher, und noch einige Kursteile liegen vor uns, in dem Kurs bisher haben wir zunächst erstmal einen großen Block Teil 1, einen Blick auf die Ursachen von Weizen- und Milchunverträglichkeit gesprochen. Und jetzt in dem zweiten Kapitel, nein, Entschuldigung, in dem zweiten Teil, seit Kapitel 6, heißt es, die Lösungen, entfachen Sie das Verdauungsfeuer in Ihrem Inneren. Also in dem zweiten Teil noch besser orientiert auf praktische Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der Erfahrungen, um gegen Unverträglichkeit, gegen Weizen und Milch vorzugehen. Und unser Kurs heißt zwar, esst Weizen und Milch, aber ich habe es schon mehrfach erwähnt, möchte es auch hier noch einmal sagen, das ist keinesfalls eine Aufforderung, Weizen und Milch zu konsumieren, sondern es heißt, bringen Sie sich in die Lage, Weizen und Milch konsumieren zu können. Und viele, ja sehr viele, die nämlich einfach nur das Symptom behandeln, nämlich Weizen und Milch meiden, um bessere Lebensqualität zu bekommen, um es besser zu vertragen, die schaffen das zunächst erst einmal, aber sie beachten nicht, dass sie nicht Ursachen gerecht vorgehen. Das heißt, sie setzen nur ein Symptom ab und müssen leider damit rechnen, dass das weitere Fortschreiten der Unverträglichkeit von Weizen und Milch, klar, sie umgehen, indem sie eben das nicht mehr konsumieren, aber im Hintergrund steckt etwas Tieferes, was die Gefahr birgt, über kurz oder lang nämlich zu schwerwiegenden Erkrankungen zu kommen. Und diese Erkrankungen, die rühren hervor aus einem nicht funktionierenden Verdauungssystem. Wir reden auch oft über das Wort Verdauungsfeuer. Deshalb heißt auch unser Teil 2, die Lösung, entfachen Sie das Verdauungsfeuer in Ihrem Inneren. Also es geht um die Verdauung als Grundlage, als Ursache. Und wenn Sie diesen Kurs verfolgen, das Wissen aufnehmen und einige, nicht alle, aber vielleicht einige dieser Handlungsempfehlungen umsetzen, dann sind sie in der Lage, wieder Weizen und Milch zu trinken, was vielleicht gar nicht so sehr, Weizen zu essen und Milch zu trinken, was vielleicht gar nicht so sehr wichtig ist, sondern viel, viel mehr, sie schützen sich vor schwerwiegenden Erkrankungen. Was sind diese Erkrankungen, die dann nach und nach folgen, weil wir nicht ursachengerecht unser Verdauungssystem verbessert haben, sondern einfach nur symptomorientiert Weizen und Milch weggelassen haben in unserer Ernährung. Ja, es drohen uns Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, Erkrankungen im Stoffwechsel. Da sind bei den neurologischen Erkrankungen Alzheimer, Demenz, schwerwiegende Erkrankungen, wie auch zum Beispiel, wie auch die Erkrankung Parkinson. Denken Sie bloß daran, dass wir diese Erkrankung Demenz, Alzheimer verbreitet und im Trend ansteigend vorfinden und dass es doch, ich will nicht sagen relativ leicht, aber doch einfach ist, über dieses Umsetzen des Wissens dieses Kurses sich vor den Krankheiten zu schützen, nämlich ursachengerecht zu arbeiten. Und genauso ist es bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit beginnender Arteriosklerose,
arterielle Verschlusskrankheit. Und diese Dinge, die können sich ergeben aus der Tatsache, dass ihr Verdauungssystem nicht richtig arbeitet. Und wir haben bisher einiges gelernt, wie das passiert. Und das trifft auch zu für schwerwiegende Stoffwechselerkrankungen. Ich nenne hier als Beispiel nur Diabetes. Ja, wir haben ja in den bisherigen Mitteilungen darüber gesprochen, erst einmal, warum es diesen Kurs gibt, weshalb dieser Kurs. Dann haben wir darüber gesprochen, welche Stellung eigentlich Gluten hat. Ist es vielleicht ein Schuldspruch ohne fairen Prozess? Wir haben über Forschungsergebnisse zum Weizen gesprochen, über Milchprodukte, Lebensmittel und Medizin, über den Zusammenhang. Wir haben gesprochen, das liegt nicht am Getreide, sondern an den Lymphgefäßen. Und somit haben wir immer mehr den Blick auf die Ursachen von Weizen und Milchunverträglichkeit gebracht, wie das im ersten Teil unser Ziel war. Im zweiten Teil, in dem wir uns jetzt schon befinden, seit Kapitel 6, haben wir darüber gesprochen, dass es um Weizen geht, wie und wann, welche Zeitpunkte sind richtig, das zu essen, welche sind falsch. Dann haben wir über den Biorhythmus dabei gesprochen und ich habe Ihnen auch die Möglichkeit gegeben, sich ganz konkrete Listen, Daten, Informationen herunterzuladen, nach denen Sie einfach vorgehen können. Zum Beispiel Einkaufslisten oder ganz konkrete Verdauungstipps. In einem Kapitel haben wir über die Gifte gesprochen, wie wir die umgehen können mit unserer Nahrung. Wir haben in einem großen, ich denke, bisher sehr wichtigen Beitrag über die Darmschleimhaut gesprochen. Die Darmschleimhaut hat eine ganz wichtige Rolle und zur Darmschleimhaut habe ich auch denjenigen, die Abonnenten vom AgeSmart sind, exklusiv die Möglichkeit gegeben, dort Rezepte herunterzuladen, die sich über viele, ja, Jahrtausende sogar bewährt haben und die Ihnen auch sicherlich helfen können, sich auf die Darmschleimhaut konzentrierend zu einer Besserung ihrer Lebensqualität zu begeben. Und im neunten Kapitel, das war also der zehnte Beitrag, haben wir über das Heilprogramm für die Lymphe gesprochen. Heute im Kapitel 10, also Beitrag Nummer 11, finden Sie Ihren eisernen Magen, heißt das Thema. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Lassen Sie uns jetzt zu den Inhalten kommen. Beginnen wir mit dem Kapitel 10. Das lautet: Finden Sie Ihren eisernen Magen. Kapitel 10 ist gleichzeitig der 11. Beitrag in unserem AgeSmart-Kurs Esst Weizen, trinkt Milch, der darauf abzielt, Ihnen zu helfen, gegen die Ursachen von Unverträglichkeiten vorzugehen. Und nicht etwa ist diese Überschrift Esst Weizen, trinkt Milch als Aufforderung zu sehen, wenn Sie es nicht vertragen, sollten Sie nicht Weizen und Milch trinken. Aber Sie sollten wissen, das reine Weglassen reicht auch nicht. Sie müssen sich damit beschäftigen, wie wir das Verdauungsfeuer wieder entzünden, wie wir das Verdauungsfeuer wieder entfachen und wie wir sozusagen normalisieren, dass sie auch in der Lage sind, in der Lage wären, Weizen zu essen oder Milch zu trinken. Das ist der Hintergrund. Wenn wir uns nicht um die Ursachen kümmern, dann kann es geschehen, dass wir schwerwiegende Erkrankungen erleiden müssen. Das ist die Agenda, die wir heute hier besprechen. Wir sprechen also über die Verdauung und Entgiftung, über den Neustart der Galleflüssigkeit. Wir sprechen über die Vorteile der roten Beete, aber grün ist auch gut, beim Essen wohlbemerkt, ich meine das nicht politisch. Dann die Bedeutung eines Apfels am Tag. Wir sprechen über Boxhorn-Klee-Tee und wunderbares Kurkuma. Ich will Ihnen Anregungen geben, Lebensmittel zu konsumieren, die der Galle dienen. Wie wir dann den Verdauungsofen anheizen, darüber sprechen wir. Wir haben hier heute auch zu sprechen über das Sodbrennen als Zeichen einer schwachen Verdauung und lassen Sie uns dann schließlich über Komplikationen im oberen Verdauungstrakt reden. Beginnen wir mit der Verdauung und Entgiftung. Wenn Ihre Verdauung durcheinander gerät und Sie Anzeichen von Verdauungsstörungen feststellen und Beschwerden bekommen, sollten Sie schwerverdauliche Nahrungsmittel aus Ihrer Ernährung streichen. Das ist erst einmal klar. Im Allgemeinen bringt das eine gewisse Besserung, denn wir machen es dem Verdauungstrakt damit ein bisschen leichter. Wenn das Verdauungsproblem dann gelöst ist, können wir diese Nahrungsmittel allmählich wieder in unsere Ernährung einbauen. Sie sollten allerdings nicht stark verarbeitet sein, diese Nahrungsmittel, dafür aber richtig zubereitet werden.
aus biologischer Erzeugung stammen und die Saison haben. Also das sind also Dinge, über die wir in den vorherigen Kapiteln schon hingewiesen haben. Wir sehen auch häufig, wenn das gestört ist, das Verdauungsfeuer, dass wir einen Lymphstau haben. Wir sprachen über die Folgen und Symptome eines Lymphstaus im Kapitel 4. Wir wissen, dass es auch zu anderen chronischen Erkrankungen kommen kann und dass wir einen Stau in der Leber haben können, der dann zum Gallenflussstau, also nicht ausreichend Gallenfluss, führen kann. Und das ist sehr, sehr beeinträchtigt unsere Verdauung. Der Magen, der die Aufgabe hat, Magensäure zu produzieren, um Dinge wie Weizen und Milchprodukte aufzuspalten, braucht eine ausreichende Menge von Gallenflüssigkeit, um die Säuren abzupuffern, die im Magen gebildet werden. In den meisten Fällen ist das so, dass eben das nicht ausreicht, die Gallenflüssigkeit, und deshalb müssen wir einerseits die Darmentzündungen verhindern, abbauen, indem wir eben die Gallenblase wieder voll dazu bringen, genügend von der Leber produzierte Gallenflüssigkeit zu bringen. Also der Gallenfluss muss intakt geraten. Kommen wir nun zu dieser Frage Verdauung und Entgiftung. Es kommt darauf an, dass wir einen robusten Verdauungstrakt haben. Im oberen Verdauungstrakt ist es gemeint. Und das zu koordinieren mit dem Nervensystem. Unsere erste Verteidigungsbastion gegen ein toxisches Umfeld ist ein sehr robuster und oberer, also ein sehr robuster oberer Verdauungstrakt, der uns erlaubt, schwerverdauliche Nahrungsmittel in Nährstoffe umzuwandeln. Dazu ist der koordinierte Einsatz, also die Koordination unseres Nervensystems, das entspannt und ruhig sein soll, einschließlich aller fünf Sinne vonnöten, damit wir wahrnehmen können, welche Art von Nahrung gerade gegessen werden soll. Verdauungsenzyme werden schon beim ersten Anblick und Geruch von Essen freigesetzt. Darauf folgt eine koordinierte Verdauungsreaktion, bei der im Magen Säuren, Pepsin und in der Leber eine ausreichende Menge von Gallenflüssigkeit gebildet werden. Und diese Gallenflüssigkeit muss gleichzeitig an den Dünndarm abgegeben werden können. Die Bildung und die Abgabe von Pankreasenzymen, die Koordination der 12-Fingerdarmenzyme sowie natürlich die Schaffung eines Milieus aus all diesen Elementen, das ein gesundes Mikrobiom im oberen Verdauungstrakt unterstützt, sind unmittelbar verantwortlich für die vollständige Aufspaltung schwer verdaulicher Lebensmittel wie Weizen und Milch. Ganz klar. Wie ist das nun mit dem Neustart der Gallenflüssigkeit? Sie können sich dieses Dokument, was ich jetzt erwähne, herunterladen und dort können Sie eben sehen, dass, nämlich wenn Sie eine oder mehrere in diesem Dokument, was Sie herunterladen, Fragen mit Ja beantworten, braucht Ihre Leber oder Ihre Gallenblase vielleicht Hilfe. Die Fragen sind also, wird Ihnen nach einer Mahlzeit schlecht? Fühlen Sie sich nach einer fettreichen Mahlzeit je schwer? Bekommen Sie nach einer Mahlzeit manchmal Sodbrennen? Haben Sie Schwierigkeiten bei der Verdauung von Weizen, Milch, Reis, Milchprodukten, Soja, Mais oder Nüssen? Haben Sie je trägen, grünen oder fettigen Stuhl? Hatten Sie schon einmal irgendwelche Probleme mit der Gallenblase? Diese 6 Fragen beantworten, wenn eins davon mit Ja beantwortet wird, laden Sie sich einfach mal das Dokument herunter. Das exklusiv können das die Abonnenten unseres AgriSmarts. Dann wissen Sie Bescheid, ob Ihre Gallenblase Hilfe braucht. Die Gallenblase ist ein lebenswichtiges Organ, in dem konzentrierte Gallenflüssigkeit gespeichert wird, die an der Verdauung von gesunden Fetten, der Verarbeitung von ungesunden Fetten und Giftstoffen, gesundem Stuhlgang und dem Abpuffern der Verdauungssäuren aus dem Magen beteiligt ist. Also ganz wichtig, die Gallenflüssigkeit muss also gut funktionieren. Und wie schon erwähnt, kann die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase zähflüssig und viskös werden und sich stauen. Wenn sich in der Leber aufgrund von Giftstoffen oder Stress und oder
ungesunder Ernährung und mangelhafter Ausscheidung ein Stau bildet. Bei zäher Gallenflüssigkeit leidet die Verdauungs- und Entgiftungsfähigkeit ebenso wie die gesunde Gewichts- und Stimmungsregulierung und unsere Gesundheit und Vitalität generell. Also, Sie können überprüfen, ob ein Neustart Ihrer Gallenflüssigkeit notwendig ist. Es ist ganz bedeutend, ich hoffe, ich konnte das vermitteln, wenn das eben gestört ist, das zu regulieren. Und nutzen Sie bitte das herunterladbare Dokument dafür. Jetzt kommen wir zu unschlagbarer rote Beete und grün ist gut. Also rote Beete ist wirklich etwas, ich muss einfach sagen, es ist unschlagbar. Unter den unverzichtbaren Nahrungsmitteln zur Steigerung der Lebensfunktion und des Lymph- und Gallenflusses sind rote Beete unsere Favoriten. Und außerdem haben sie einige überraschende Qualitäten, die sie sogar in die Medien gebracht haben. Rote Beeten sind einer der besten Lieferanten von leistungssteigernden Nitraten. Richtig, Nitrate aus Pflanzen wie rote Beete, Sellerie und Blumenkohl sind tatsächlich gesund. Natürlich in Fleischwaren wie Bacon, Wurst, Hotdogs, Aufschnitt, abgepackten Schinken und so weiter und auch in Salami dagegen ziemlich giftig. Pflanzliche Nitrate in der Nahrung werden leicht in Nitrite umgewandelt, die stark gefäßerweiternd wirken, was bei der Öffnung von verstopften Gallengängen hilfreich ist. Diese Gefäßerweiterung betrifft auch die Blut- und Lymphgefäße, sodass die Durchblutung und die Ausleitung von Giftstoffen über die Lymphe, der Transport von Sauerstoff und Nährstoffen in die Zellen und die körperliche Leistungsfähigkeit verbessert werden. Das also alles durch rote Beete. Schlechte Durchblutung aufgrund mangelnder gesunder Gefäßerweiterung könnte beim Nachlassen der körperlichen und kognitiven Funktion im Alter eine Rolle spielen. Für diese Aussagen, die ich jetzt getroffen habe, die sehr weitführend sind, könnten Sie bei mir Literatur abfragen, um das zu belegen, das ist wissenschaftlich untersucht worden. Derzeit laufen zahlreiche Studien zum potenziellen und gesundheitlichen Nutzen von Nitriten und Nahrungsmitteln auf der Grundlage von roten Beeten. Eine Studie zeigte, dass die Leistung von Läufern durch rote Beetesaft als Nahrungsergänzung erheblich verbessert wurden. Alle Ergebnisse weisen darauf hin, dass rote Beeten nicht nur sehr gut für den Gallenfluss im oberen Verdauungstrakt sind, sondern auch in jeder Körperzelle die Durchblutung und Sauerstoffversorgung und den Abfluss der Lymphe fördern. Ich wüsste jetzt nicht, welche Körperzelle das nicht braucht, Sauerstoffversorgung und Abfluss der Lymphe. Und deshalb einfach, ich sag ja, rote Beete unschlagbar. Rote Beete steigert zudem die Zirkulation der Lymphe in bestimmten Hirnbereichen, die für die Steuerungsfunktion zuständig sind, was darauf hindeutet, dass rote Beeten auch den Abfluss über die neu entdeckten Lymphbahnen fördern. Ich habe ja darüber schon öfter gesprochen, dass man ja neu entdeckt hat, dass im Hirn es eigene Lymphbahnen gibt und die unglaublich effektiv sind und dass wir über diese Lymphbahnen eine Entsorgung von Schadstoffen haben in der Masse über das Jahr von fast 2 Kilogramm. Unter Steuerungsfunktionen, die eben damit sozusagen unterstützt werden, versteht man die Gehirnaktivität, durch die wir zu Dingen wie organisieren, planen, erinnern von Einzelheiten und Zeitmanagement fähig sind. Nun, jetzt merken Sie schon, wir sind also über die weite Wirkung, was die Verdauung bringt, auf unseren ganzen Körper, auf unsere neurologischen Steuerungsfunktionen, sind wir also, erkennen wir nun und wissen, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Verdauungsfunktion, dass das Verdauungsfeuer sehr, sehr gut funktioniert. Als Vasodilatatoren unterstützen die Nitrate in roten Beeten möglicherweise die gesunde kognitive Funktion und das Gedächtnis, indem sie die Blutzufuhr und einen möglichen Lymphfluss zu und von spezifischen Hirnbereichen unterstützen. Auch hier wieder kann ich die Literatur zu den gegebenen Studien liefern, wenn Bedarf ist. Rote Beete ist auch zur Unterstützung von Leberfunktion und Gallenfluss da und das bringt also enorm viel
in dem Bereich direkt. Rote Beeten sind also reich an B-Vitamin, an Kalzium, an Eisen und an wirksamen Antioxidantien wie der Alpha-Liponsäure, ALA. Alle diese Substanzen unterstützen die gesunde Leberfunktion sowie den Lymph- und Gallenfluss. Unzureichender Gallenfluss ist extrem häufig und steht im Zusammenhang mit einer zu geringen Produktion von Magensäure, unzureichender Entgiftung durch die Leber und einem schlechten Fettstoffwechsel. All diese Prozesse, also Produktion von Magensäure, unzureichende Entgiftung durch die Leber und einen schlechten Fettstoffwechsel, all diese Prozesse müssen aber reibungslos ablaufen, damit wir Weizen und Milchprodukte verdauen können. In mehreren Studien wird also auch gezeigt, dass Gallenflüssigkeit im Darm sowohl von roter Beete als auch an Okras angelagert wird. Sobald die Gallenflüssigkeit sich mit bestimmten Ballaststoffen, etwa denen aus roten Beeten, verbunden hat, haben diese die Aufgabe, toxische Gallenflüssigkeit aus dem Körper und die Toilette zu eskortieren. Das ist deswegen wichtig, weil wir jetzt mit den Ballaststoffen verbundene Gallenflüssigkeit und mit ihnen verbundenen toxischen Cholesterinpartikeln, Umweltgiften und einer Reihe anderer fettlöslicher Giftstoffe, die sie mit sich führen, dass die sozusagen die Reise durch die Leber und den Darm, dass sie eingesammelt werden auf dieser Reise und dann mit den Ballaststoffen gemeinsam ausgeschieden werden können. Das ist einer der Gründe, warum ich empfehle, Gemüse lieber zu pürieren als zu entsaften. Denn wir haben dann die Ballaststoffe mit dabei. Die aus Zellulose bestehenden Ballaststoffe werden beim Pürieren mit dem Saft vermischt, beim Entsaften dagegen entfernt. Entsaften bietet zwar einige Vorteile, führt jedoch dem Körper unter Umständen zu viel Zucker und zu wenig von den dringend benötigten Ballaststoffen zu. Also rote Beete, das zeigt sich jetzt schon, ist also etwas sehr, sehr Wichtiges und stabilisiert die Gesundheit bzw. reguliert dann Abweichung zum Normalen hin. Rote Beete ist zum Beispiel auch für einen stabileren oder stabilisierten Blutzucker sehr gut geeignet. Um die Bildung von Gallenflüssigkeit in der Leber und den Gallenfluss aus der Gallenblase anzuregen, sollten Sie versuchen, jeden Tag eine rote Beete zu essen. Rote Beeten erhöhen den Gallenfluss, was die Darmtätigkeit anregt. Erschrecken Sie also nicht, wenn Sie öfter Stuhlgang haben oder der Stuhl sich rötlich verfärbt. Sie können sich auch sehr gern, und das gilt natürlich wieder für diejenigen, die im Abonnement sind, exklusiv, Sie können sich gern Rezepte für rote Beete Tonikum herunterladen. Das ist unter dem Video zu sehen. Und Sie können danach eben sehr gut das nutzen, was Sie hier jetzt gelernt haben, gleich praktisch umzusetzen. Dann haben wir gesagt, grün ist auch gut. Grüne Gemüse sind die Lebernahrung Nummer 1, für die Leber also unerlässlich. Das Blattgemüse steckt voll von Mikronährstoffen, Mineralstoffen, die die Leber braucht, um optimal zu funktionieren. Zusätzlich zum Gemüse, das die Hälfte ihrer Mahlzeit ausmachen sollte. Sie sollten ungefähr die Hälfte essen und finden jetzt Sie hier auch ein Rezept für ein klassisches grünes Tonikum, die sozusagen Nährstoffe für die Leber- und Gallenfunktion liefert. Wiederum diejenigen, die Abonnenten des Dienstes AgelSmart sind, können Sie es unter diesem Video herunterladen. Das Rezept für grünes Tonikum. Ja, das habe ich Ihnen also hier auch nochmal aufgeschrieben, dass Sie sowohl das Rezept für rote Beete Tonikum und für ein grünes Tonikum im Download vorfinden unter dem Video. Das gilt natürlich nur exklusiv für die Abonnenten von AgelSmart. Ja, in unserer Agenda geht es weiter. Jetzt geht es um den Apfel. Ein Apfel am Tag. Essen Sie jeden Tag zum Nachtisch mindestens einen Apfel, um den Gallenfluss zu steigern. Äpfel enthalten große Mengen von Apfelsäure, die Gallengänge erweitert. Je saurer der Apfel ist, desto höher ist der Gehalt
an der den Gallenfluss einringenden Apfelsäure. Apfelsäure, die sich in hohen Konzentrationen in Äpfeln, Cranberries und Sauerkirschen findet, erhöht nachweislich die Alkalinität im ganzen Körper, was Lymphfluss und Entgiftungsfähigkeit auf natürliche Weise steigert. Auch hier, das ist untersucht, können Sie gern die Literatur von mir abfragen. Durch die Supplementierung von Apfelsäure konnten zudem Calciumoxalat-Nierensteine aufgelöst werden. Und viele Fachleute sind der Meinung, dass sie auch Gallensteine auflöst. Apfelsäure wird bei Leberspülungen zur Erweiterung der Gallengänge eingesetzt. Die genannten Früchte können auch im Rahmen einer Diät zur Erziehung eines optimalen Gallenflusses eingesetzt werden. Wie die meisten Lebensmittel werden Äpfel seit Jahrtausenden auf Süße gezüchtet. Nehmen Sie also nicht die süßesten, sondern versuchen Sie, die säuerlichen bis sauren zu finden, die mehr Gallenflussanregung haben durch die enthaltene Apfelsäure. Soweit also zum Apfel. Wichtige Geschichte, genauso wichtig der Boxhorn-Klee-Tee und das wunderbare Kurkuma. Auch hier zum Boxhorn-Klee-Tee können Sie sich das herunterladen unter dem Video. Boxhorn-Klee gehört heute vielleicht zu den weniger bekannten Gewürzen. Früher wurde er jedoch viel verwendet und stand in hohem Ansehen. In einer Studie, bei der die Probanden 10 Wochen lang eine cholesterinreiche Diät erhielten, wurde nachgewiesen, dass Boxhornklee die Häufigkeit von Gallensteinen um 75% senkt. Der Leberfettspiegel ebenso wie der Cholesterinspiegel ließen sich durch Boxhornklee senken. Die Forscher stellten außerdem fest, dass Boxhornklee den Gallensäuregehalt der Gallenflüssigkeit erhöhte, infolgedessen wirkte die Gallenflüssigkeit sehr viel stärker und der Leberenzymspiegel sank, was darauf hindeutet, dass die Leber die cholesterinreiche Diät problemlos verarbeiten konnte. Mehr Boxhornklee in der Nahrung resultiert in sehr viel gesünderer, dünnflüssigerer Gallenflüssigkeit. Das ist das, was wir wollen. Zudem ist die blutzuckersenkende Wirkung des Boxhornklees gut untersucht. Also Blutzucker wird gesenkt durch Boxhornklee. Zu den Mahlzeiten getrunken, beugt dieser Tee der Zuckerwampe vor, von der ich dann im Kapitel 11 sprechen werde. Sie können die Samen kaufen und daraus einen Tee zubereiten, den Sie für einen stärkeren Gallenfluss oder zur Stärkung der Leber zu jeder Mahlzeit trinken. Sie können sie auch mahlen oder als Gewürz für die Küche kaufen. Zur Stärkung der Lymphe und der Darmschleimhaut können Sie auch eine Mischung aus Boxhornklee und Fenchelsamen zusammenstellen und daraus Fenchel-Boxhornklee zubereiten. Auch das wiederum zum Download stelle ich Ihnen hier vor. Und Sie können das, wenn Sie Abonnent des Ackel Smart sind, herunterladen. Das wunderbare Kurkuma. Was seine Wirkung, also Kurkumas Wirkung auf Leber- und Gallenfunktion, Lymphstärkung und Reparatur sowie Pflege der Darmschleimhaut angeht, ist Kurkuma die wohl am besten erforschte Gewürzpflanze. In vielen Studien wurde nachgewiesen, dass es als natürlicher Entzündungshemmer und Antioxidant für die Leber, den Gallenfluss und die Produktion von Gallenflüssigkeit angeregt wirkt und wunderbare Wirkung geht auch über die Leber weit hinaus. Ich kenne das, die Wirkung von Kurkuma auch gegen Entzündungen, auch gegen die Entwicklung von Krebs. Kurkuma ist außerdem eine der besterforschtesten Heilpflanzen gegen Durchlässigkeit des Darms oder Leaky Gut-Syndrom. Es unterstützt nachweislich die gesunde Funktion der Darmschleimhaut und ein gesundes Mikrobiom, was wiederum die Unversehrtheit des Darms und die Verdauungsenergie fördert. Kurkuma ist insofern problematisch, als es vom Körper nicht leicht aufgenommen werden kann. Aus diesem Grunde wurde für viele Studien Kurkumin verwendet, der Extrakt aus Kurkuma, der eben leichter resorbiert werden kann. Ich nutze auch selbst Kurkuma als Infusion, was natürlich dann dieses Hindernis
leicht überwindet. Zwar haben die modernen Pflanzenextrakte großen therapeutischen Wert, aber sie können nur schwer mit der ursprünglichen Zusammensetzung von Substanzen mithalten, wie sie sich in Pflanzen, in ganzen Pflanzen oder Gewürzen findet. Zudem wird beim Extraktionsprozess Alkohol eingesetzt, sodass die nützlichen Mikroorganismen, die auf ganzen Pflanzen aus biologischem Anbau leben, abgetötet werden. Die spezifischen Mikroorganismen, die ganze Heilpflanzen und Gewürze besiedeln, unterstützen die Wirkungsweise der jeweiligen Pflanze enorm. Das bedeutet, dass die ganze Pflanze aufgenommen werden muss, wenn man alle ihre heilsamen Wirkungen nutzen will. Das würde ich gern noch einmal wiederholen. Das bedeutet, dass die ganze Pflanze aufgenommen werden muss, wenn man alle ihre heilsamen Wirkungen nutzen will. Außerdem kann der Körper gegenüber einem Extrakt eine Toleranz entwickeln. Ganze Pflanzen und Gewürze sind zwar vielleicht weniger wirksam als Extrakte, sind aber Nahrungsmittel mit nachhaltiger Wirkung. Im Ayurveda werden ganze Pflanzen und Gewürze mit anderen ganzen Pflanzen und Gewürzen kombiniert, um ihre Wirkung zu verstärken, die dadurch genauso stark sein kann wie die heutiger moderner Extrakte. Interessanterweise enthält Currypulver in Indien sehr viel Kurkuma, Pfeffersorten und andere Gewürze. Kurkuma wird in Indien außerdem vielen Gerichten hinzugefügt und während des Kochens wird es auf natürliche Weise extrahiert und konzentriert. Tatsächlich essen die Menschen in Indien durchschnittlich 2 bis 2,5 Gramm Kurkuma pro Tag. Das entspricht 4 bis 6 Kapseln Kurkuma pro Tag und zwar fast ihr ganzes Leben lang. Interessanterweise hat Indien eine der niedrigsten Raten an Prostata, Brust, Kolon und Lungenkrebs. Einige Forscher sind der Ansicht, dass dies mit dem regelmäßigen hohen Konsum von Kurkuma zusammenhängt. Kurkuma ist auch gut fürs Gehirn und eine unserer größten Sorgen, wenn wir älter werden, gilt möglicherweise der Frage, wie wir uns vor den verheerenden Folgen des kognitiven Verfalls schützen können. Kurkuma hat mindestens 10 neuroprotektive Eigenschaften, die die gesunde kognitive Funktion unterstützen. Da das Gehirn überwiegend aus Fettgewebe besteht, können sich fettlösliche Giftstoffe dort ansammeln und Schäden verursachen. Als fettlösliche Substanz begünstigt Kurkuma möglicherweise die Entfernung fettlöslicher Giftstoffe aus den tiefer gelegenen Geweben. Kurkuma passiert die Blut-Hirn-Schranke, hört, und kann dann an Neurotoxine binden, wie zum Beispiel an Beta-Amyloid-Plaques und so eine gesunde antioxidative Wirkung entfalten. Wie schon im Kapitel 4 beschrieben, wurden in neueren Studien Lymphgefäße im Gehirn entdeckt, die Toxine wie die Beta-Amyloid-Plaques, die mit Alzheimer-Erkrankungen im Zusammenhang stehen, werden abtransportiert. Da Kurkuma nachweislich den gesunden Lymphfluss fördert, könnte die beachtliche positive Wirkung dieser Pflanze auf die Hirnfunktion und die mit einer Glutensensitivität assoziierten Hirnleistungsstörungen über diesen Mechanismus ablaufen. Tja, so haben wir also kennengelernt oder mal wieder etwas gehört über das wunderbare Kurkuma. Jetzt kommen wir zu Lebensmitteln zur Anregung der Galle. Hier können Sie also auch die gallebildenden und galletreibenden Lebensmittellisten herunterladen. Das habe ich Ihnen im Download unter dem Video für Sie, meine Damen und Herren, die Sie Abonnentinnen und Abonnenten des AgriSmart sind, zur Verfügung gestellt. Neben den Pflanzen und Gewürzen, die sich positiv auf den Körper, das Gehirn und die Gallenflüssigkeit auswirken, gibt es zahlreiche Lebensmittel, die die verstärkte Bildung von Gallenflüssigkeiten der Leber fördern und gleichzeitig für die reibungslose Abgabe von guter, gesunder Gallenflüssigkeit in den Dünndarm sorgen. Das können Sie also hier herunterladen, diese Auflistung der Lebensmittel. Da gehört natürlich Rote Beete ganz klar dazu in die Liste und Löwenzahn und viele andere mehr. Und über einige werden Sie vielleicht staunen. Kommen wir nun dazu, dass es höchste Zeit wird, den Verdauungsofen anzuheizen.
Auch hier biete ich Ihnen dann wieder Methoden zur Erhöhung der Magensäurebildung für unterwegs an. Zum Download, wie gesagt, exklusiv für diejenigen, die Abonnenten des AgroSmart sind. Und hier geht es Punkt für Punkt so vor, dass Sie sich also ganz genau Schritt für Schritt auf ein besseres Leben, bessere Lebensqualität zubewegen können, wenn Sie dann die Methoden einfach einsetzen. Und glauben Sie mir, die Methoden sind total einfach. Wenn jemand über Blähungen, Blähbauch oder Lebensmittelintoleranzen klagt, empfehlen viele Fachleute häufige Supplementierungen von Salzsäure. Es ist richtig, dass die vom Magen gebildete Salzsäure unter Umständen nicht ausreicht, was zu einer ganzen Reihe von Verdauungsproblemen führt. Alle Proteine und besonders Gluten, Milchprodukte und die Antinährstoffe, die Bohnen, Soja und Nüsse umgeben und schützen, erfordern für die ersten Aufspaltungen und Verdauungsvorgänge eine starke Konzentration von Magen- oder Salzsäure. Wenn also diese Symptome auftreten, erscheint die Verabreichung von Salzsäure sinnvoll. Allerdings besitzt der Körper keinen Füllstandsanzeiger für Salzsäure, Verdauungsenzyme oder auch für Hormone, weswegen es manchmal nicht erkennbar ist, wann unsere Spiegel niedrig sind oder ob wir Nachschub brauchen. Es gibt immer einen Grund, warum nicht genug Salzsäure vorhanden ist oder er die Produktion einstellt. Wenn wir einfach nur Salzsäure-Ergänzungsmittel einnehmen, der Körper aber gute Gründe hat, keine zu bilden, können wir die Situation sogar verschlimmern. Der Körper ist hochintelligent und hat für alles, was er tut, seinen Grund. Am häufigsten stellt der Magen die Salzsäurebildung ein, weil die Puffer dazu gehören. Die Galleflüssigkeit aus der Leber und der Gallenblase, ebenso wie die Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse und dem Dünndarm. Also wenn diese Puffer nicht ausreichen, um die Säuren abzupuffern, die zur Verdauung von schwer verdaulichen Proteinen benötigt werden. Der Magen kann auf diese Situation reagieren, indem er die Säureproduktion drosselt. Bevor Sie also durch Supplementierung mehr Salzsäure hinzufügen, müssen Sie sicher gehen, dass die Gallenflüssigkeit tatsächlich fließt. Aus diesem Grunde müssen wir mit der Lösung des Problems bei der Leber und der Gallenblase anfangen. Ist das einmal der Gallenfluss wiederhergestellt, wird auch die Erhöhung der Magensäure Erfolg bringen. Für den Neustart der körpereigenen Salzsäureproduktion ziehe ich Heilpflanzen und Gewürze einer Salzsäure-Supplementierung, also die Heilpflanzen und Gewürze, ziehe ich also gegenüber einer Salzsäure-Supplementierung vor, denn mit Heilpflanzen wird der Körper trainiert, die Aufgabe selbst zu übernehmen und es besteht nicht das Risiko, dass er von verdauungsfördernden Ergänzungsmitteln abhängig wird. Ja, und nun kommt es zu den Methoden. Ich möchte die ganz kurz hier mal vorstellen. Wir haben also insgesamt 5 Tipps, die ganz wichtig sind. Und ich möchte die einfach mal aus dieser Liste, die Sie herunterladen können, vorlesen. Tipp 1. Trinken Sie 15 bis 20 Minuten vor jeder Mahlzeit 240 bis 360 Milliliter zimmerwarmes Wasser. Tipp 2. Geben Sie eine Prise Salz und oder eine Prise schwarzen Pfeffer in ein großes Glas Wasser und trinken Sie es 15 bis 30 Minuten vor der Mahlzeit. Diese Gewürzmittel verstärken beide das Verdauungsfeuer auf natürliche Weise. Praktischerweise stehen Salz und Pfeffer in jedem Restaurant auf dem Tisch. Tipp 3. Machen Sie es auf die luxuriöse Tour und bestellen Sie, wenn Sie auswärts essen, als erstes eine Tasse heißes Wasser mit Zitrone oder geben Sie einen Spritzer Zitrone in das Wasser, das vor dem Essen serviert wird. Normalerweise warten Sie sowieso wahrscheinlich 15 Minuten, bis das Essen kommt. Und das gibt dem Wasser Zeit, in die Magenschleimhaut einzudringen, die die Magensäure abpuffert. Und der Zitronensaft hilft, die Salzsäurebildung zu erhöhen. Tipp 4. Bestellen Sie einen Salat mit dem klassischen Essig- und Öldressing. Das Öl steigert den Gallenfluss aus Leber und Gallenblase und der Essig ist sauer und erhöht daher die Salzsäurebildung auf natürliche Weise.
Und jetzt kommt der fünfte Tipp. Trinken Sie während der Mahlzeit schluckweise heißes Wasser. Dadurch behält die Nahrung eine suppenähnliche Konsistenz, sodass die Salzsäure leichter alle Nahrung im Magen aufspalten kann. Zu viel Wasser zu den Mahlzeiten kann Ihre Magensäure verdünnen. Trinken Sie also nicht zu viel. Meiden Sie kalte und geeiste Getränke. Ja, es gibt also fünf verdauungsfördernde Gewürze als Rettungsteam. Darüber könnten wir auch noch einmal sprechen, was die Forschung dort herausgebracht hat, um eben mit den Gewürzen, die da sind, Kreuzkümmel, Fenchel, Kardamom, Koriandersamen, dass also diese eingesetzt werden und auch dann Ingwer nicht zu vergessen, dass dann die dort ihre sehr, sehr gute Wirkung haben. Ich habe davon schon in vorigen Kapiteln, darüber schon in vorigen Kapiteln gesprochen. Und da gibt es einmal den Koriandersamen, da gibt es Kardamom, da gibt es Kreuzkümmelsamen, da gibt es Fenchelsamen und da gibt es Ingwerwurzeln. Also ganz wichtig, das mit einzubauen, um das Verdauungsfeuer wieder herzustellen. Sie können es also herunterladen, wenn Sie Abonnentin sind und die Magensäure sozusagen für unterwegs verbessern wollen. Das sind die fünf Tipps, die ich vorgelesen habe. Wie gesagt, Sie können es downloaden. Ja, und die fünf verdauungsfördernden Gewürze, die steuern also ganz natürlich unsere Verdauung an. Sie regen das Verdauungsfeuer wieder an, sie erhalten es. Und das sind also die Koriandersamen, Kardamom, Kreuzkümmelsamen, Fenchelsamen und Ingwerwurzeln. Dazu kann man also das in seine Speisen mit einbringen. Das Verdauungsfeuer wird also wieder entfacht. Wenn die Gallenflüssigkeit wieder optimal fließt und Verdauung und Ausscheidung gestärkt sind, kann es nötig sein, die Produktion der Verdauungssäuren im Magen neu anzufahren. Die folgende Methode eignet sich in Fällen von widerspenstiger Trägerverdauung, die mit chronischer Blähung und Blähbauch aber ganz ohne Sodbrennen einhergehen. Also Blähungen, aber kein Sodbrennen. Die klassische ayurvedische Rezeptur für dieses Verfahren, das Trikatu, besteht aus Pipali, das ist also langer Stangenpfeffer, Ingwer und schwarzem Pfeffer zu gleichen Teilen. In ihrem Zusammenwirken regen diese Gewürze das Verdauungsfeuer an, sie ermöglichen eine effizientere Verdauung im Magen und fördern gleichzeitig den richtigen Gallenfluss, gesunde Entgiftung und den gesunden Fettstoffwechsel. Die sanft wärmende Wirkung dieser Mischung bereitet den Verdauungstrakt auf die Nahrungsverdauung, die Nährstoffaufnahme und die effiziente Entsorgung von Abfallprodukten vor. Bitte beachten Sie, verwenden Sie kein Trikatu, wenn Sie zu Sodbrennen neigen oder eine empfindliche Verdauung haben. Nehmen Sie in diesem Falle die oben beschriebenen fünf Gewürzemischungen, die ich vorhin schon beschrieben habe. So gehen Sie also vor, um das Verdauungsfeuer wiederherzustellen. Von Mahlzeit zu Mahlzeit steigern Sie die Menge der vor dem Essen eingenommenen Menge von Trikatu-Kapseln. Oder eben, wenn Sie das nicht vertragen, dann eben Kapseln aus der 5-Gewürzemischung. Und zwar, bis Sie im ganzen Bauch eine wohlige Wärme spüren. Dann reduzieren Sie langsam jede Dosis um eine Kapsel, wobei das Wärmegefühl anhält. Das muss also anhalten, dann es funktioniert. Und wie Sie dort vorgehen, dann vom Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wiederum Frühstück, das können Sie auch herunterladen.
Das finden Sie unter dem Video zum Download. Nun müssen wir die Maximaldosis finden. Erhöhen Sie die Dosis so lange um eine Kapsel vor jeder Mahlzeit, bis Sie eine leichte Wärme im Bauch spüren, entweder vor, während oder nach der Mahlzeit. Damit haben Sie Ihre Maximaldosis erreicht. Das kann bereits nach der Einnahme von 2 oder eben auch nach der Einnahme von 6 Kapseln der Fall sein. Nehmen Sie niemals mehr als 6 Kapseln. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt zu Brennen oder Durchfall, wenn es da zu Brennen oder Durchfall kommt, Sie aber keine Wärme im Bauch spüren, betrachten Sie dies als Obergrenze und erhöhen Sie die Menge der verdauungsfördernden Heilpflanzen nicht weiter. Die Reduktion der Dosis unter Beibehaltung des Wärmegefühls erfolgt in der Form, sobald Sie in oder um den Bauch Wärme spüren, verringern Sie die Dosis bei der nächsten Mahlzeit wieder um eine Kapsel. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Nehmen Sie diese Menge so lange ein, bis Sie erneut Wärme spüren. Das kann 1 bis 2 Mahlzeiten oder sogar mehrere Tage dauern. Wenn Sie die Wärme erneut spüren, nehmen Sie bei der nächsten Mahlzeit eine Kapsel weniger und bleiben Sie bei dieser Dosis, bis Sie wieder Wärme spüren. Fahren Sie nach diesem Prinzip fort, bis Sie bei einer Kapsel und schließlich bei 0 Kapseln angekommen sind. Möglicherweise müssen Sie mehrere Wochen lang bei einer Kapsel bleiben. Wie funktioniert es? Mit diesem Programm soll Ihr Verdauungsofen wieder in Gang gesetzt werden, der oft durch Stress oder andere Störungen des Verdauungsgleichgewichts das eben geschwächt haben. Die Wärme, die Sie um den Bauch herum spüren, ist ein Zeichen dafür, dass die verdauungsanregenden Würze den Magen beim Herauffahren der Salzsäureproduktion unterstützen. Das langsame Absenken der Gewürzdosis in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt, an dem Sie Wärme spüren, sorgt dafür, dass Ihr Magen weiterhin Salzsäure produziert und Ihr Verdauungsfeuer auch dann stark bleibt, wenn Sie auf eine Kapsel vor den Mahlzeiten heruntergehen und schließlich die Einnahme ganz einstellen. So funktioniert das also. Sodbrennen als ein Zeichen einer schwachen Verdauung. Um Gluten aufzuspalten, braucht der Körper eine starke, ausgewogene Magensäureproduktion. Die Magensäure aktiviert den gesamten nachfolgenden Verdauungsprozess. Haben Sie zu viel oder zu wenig Salzsäure, kann Gluten nicht richtig verdaut werden. Wir wollen sicherstellen, dass die Magensäure in optimaler Menge vorhanden ist, bevor wir Lebensmittel wie Weizen und Milchprodukte wieder in Ihre Ernährung einbeziehen. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn die Symptome von Sodbrennen bei Ihnen weiter bestehen. Es gibt viele verschiedene Arten von Sodbrennen, aber in der Regel gehört das sauerbrennende Gefühl zu einer Störung der sozusagen das GERD, so nennt man das, den gastroösophagalen Reflux kennzeichnet. Diese Störung wird dadurch verursacht, dass Säure, die sich im Magen angesammelt hat, in die Speiseröhre, den Ösophagus, zurückfließt und aufsteigt, wobei sie die Innenhaut der Speiseröhre reizt. Das kann brennen, sauren Geschmack im Mund, Husten, Keuchen, Heiserkeit, Geschwüre, Krebs und oder auch Schmerzen verursachen. Dieser Reflux ist eine chronische Erkrankung und befindet sich über längeren Zeitraum mit zu viel Säure im Magen. So arbeitet der Unterösophagus-Sphinkter, der den Magen von Speiseröhren trennt, nicht mehr optimal, er arbeitet also nicht mehr optimal und die Säure kann nach oben steigen und das empfindliche Gewebe an der Innenseite der Speiseröhre wird gereizt. Nach konventionellem Verständnis verursacht übermäßige Produktion von Magensäure, also Salzsäure, das Sodbrennen. Wird zu viel Salzsäure gebildet, so verätzt sie die Innenhaut des Magens und im Falle dieses Refluxes auch die der Speiseröhre. Ein zu viel an scharfen Speisen, ebenso wie Zitrusfrüchten, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, scharfe Gewürze, Zucker, reichhaltiges Essen und gebratenes, können alle zur Überproduktion von Magensäure und Sodbrennen beitragen.
Durch chronischen Stress wird zu viel Cortisol freigesetzt, ein Stresshormon, das eine Überproduktion von Magensäure anregt und ebenfalls Sodbrennen verursacht. Sodbrennen gibt es aber auch durch Salzsäuremangel. Das ist allgemein noch gar nicht so gut bekannt. Zwar ist zu viel Salzsäure eine der häufigsten Ursachen für Sodbrennen, aber solche Symptome können unter Umständen auch dadurch ausgelöst werden, dass nicht zu viel, sondern zu wenig Magensäure vorhanden ist. Ganz recht. Sodbrennen kann auch dadurch entstehen, dass im Magen nicht genug Säure gebildet wird. Wenn zu wenig Magensäure produziert wird, verweilen die Nahrung und die Magensäure, auch wenn weniger davon vorhanden ist, im Magen und verzögern die Magenentleerung. Je länger die Nahrung im Magen bleibt, desto höher ist das Risiko einer Reizung der Magenschleimhaut. Stellen Sie sich vor, für all die Nahrung, die Sie zu sich nehmen, steht wenig oder keine Magensäure zur Verfügung, um sie aufzuspalten. Nach kurzer Zeit würde die Nahrung die Magenschleimhaut reizen. In einem säurearmen Magenmilieu können sich unerwünschte Mikroorganismen wie Helicobacter pylori vermehren und die Magenschleimhaut reizen und weiter entzünden, sodass es zu Sodbrennen aufgrund von Säuremangel kommt. Das also zu dem Thema Sodbrennen durch Säuremangel. Häufige Ursachen von Säuremangel: verringerte Bildung von Magensäure aufgrund von unzureichendem Gallenfluss. Da haben wir es wieder. Wir haben hier einen Zusammenhang zwischen Gallenfluss, Magensäurebildung, Pankreasenzym und Dünndarmenzym. Und wenn einer nachlässt, lassen die anderen auch nach, um eben einfach abzuwarten, bis wieder genug von all diesen vier Substanzen vorhanden ist, um eine normale Verdauung zu gewährleisten. Ansonsten wird es eben reduziert, wie zum Beispiel durch zu wenig Gallenfluss wird die Bildung von Magensäure reduziert. Eine weitere Ursache ist der Verzehr von zu vielen stark verarbeiteten Lebensmitteln, die schwer verdaulich sind und dadurch Magensäure verbrauchen. Oder Essen unter Stress führt dazu. Oder große Mengen von kalten Getränken oder Alkohol führen dazu. Übermäßiges Essen am Abend erstickt das Verdauungsfeuer und zu viel schweres und reichhaltiges Essen führt auch dazu, dass wir zu einem Säuremangel kommen. Und somit gibt es also die Notwendigkeit, hier Strategien zu finden gegen Sodbrennen aufgrund von Säuremangel oder Übersäuerung. In Kapitel 9 habe ich schon über die Verwendung von Apfelessig zur vielfältigen Unterstützung des Körpers, etwa zur Auflösung eines Lymphstaus und zur Steigerung der Salzsäureproduktion, habe ich da schon berichtet. Ein Esslöffel Apfelessig in 240 Milliliter Wasser, 15 bis 30 Minuten vor dem Essen eingenommen, hilft gegen Sodbrennen und zwar sowohl gegen den durch Säuremangel als auch den durch Säureüberschuss verursachten Typ. Es ist nachzuweisen oder es ist nachgewiesen, dass Apfelessig Sodbrennen verringert, die Verdauungsenergie steigert, den Blutzucker stabilisiert und viele der Symptome von Glutenintoleranz, Intoleranz lindert. Das ist also die Leistung von Apfelessig. Ist das Sodbrennen durch eine zu geringe Salzsäureproduktion verursacht, spielt in der Regel auch unzureichender Gallenfluss eine Rolle. Befolgen Sie meine Nahrungs- und Heilpflanzen- und Gewürzempfehlungen, die ich Ihnen weiter vorn schon beschrieben habe, in anderen Kapiteln auch, aber auch in diesem Kapitel, um eben den Gallenfluss zu steigern. Welche Strategien gibt es gegen Sodbrennen aufgrund von Übersäuerung? Wenn zu viel Magensäure vorhanden ist, schlage ich folgende Strategien vor: Apfelessig, dann die fünf Gewürze, über die ich gesprochen habe, dann Amalaki, das unterstützt die Sanierung der Darmschleimhaut. Dann Brahmi, auch das habe ich schon besprochen, es wirkt kühlend und hilft, Magen- und Darmschleimhaut zu sanieren. Kolonisierende Probiotika, also ein ganz, ganz großes Thema. Die kolonisierenden Präbiotika sind ganz wichtig, um das Mikrobiom wiederherzustellen und die Verdauung zu unterstützen. Rotulme,
Auch das habe ich schon besprochen. Eibischwurzel habe ich besprochen. Und Süßholzwurzel habe ich auch besprochen. Das nämlich schützt vor der Reizung der Darmschleimhaut durch Säure. So, nun haben wir also auch diese Strategien gegen Sodbrennen sowohl aufgrund von Säuremangel als auch Übersäuerung besprochen. Kommen wir nun zu Komplikationen im oberen Verdauungstrakt. Im Ayurveda gibt es eine Störung namens Udvarta, bei der sich Magensäure im Magen ansammelt und nach oben in die Speiseröhre gedrückt wird, wo sie Sodbrennen, diesen Reflux und diese Beschwerden verursacht. Auf die Dauer kann diese Störung dazu führen, dass der Magen nicht mehr frei unter dem Zwerchfell hängt, sondern von unten dagegen drückt. Diese Störung kann zahlreiche Ursachen haben, unter anderem Stress, Probleme mit dem Stuhlgang, unzureichenden Gallenfluss und zu viel Magensäure. In manchen Fällen kann der Druck des Magens nach oben Reizungen, Entzündungen und Schmerzen im Oberbauch unmittelbar unter dem Brustkorb verursachen. In extremen Fällen kann der Magen mit der Unterseite des Zwerchfells verkleben, sodass es schwer verdauliche Nahrung wie Weizen und Milchprodukte und fette Speisen, dass sie nicht mehr verdaut werden können. Wenn ein Teil des Magens so an der vom Zwerchfell gebildeten Barriere haftet, kann dies die effektive Weitergabe des Mageninhalts an den Dünndarm erschweren. Das ist der typische Fall von Verdauungsstörungen. In schweren Fällen kann der Magen einen so starken Druck auf das Zwerchfell ausüben, dass er sogar durch das Zwerchfell hindurchgedrückt wird und eine verbreitete Störung namens Hiatushernie oder Zwerchfellbruch verursacht. Dort, wo die Speiseröhre durch das Zwerchfell tritt, verbindet sich ein Schließmuskel, der sich öffnende und schließende sogenannte untere Ösophagus-Sphinkter, der Nahrung passieren lässt und Säure von der Speiseröhre fernhält. Wenn der Druck nach oben jahrelang anhält, gibt dieser Schließmuskel nach und ein Teil des Magens wird durch das Zwerchfell nach oben gedrückt. Wir müssen also das Zwerchfell lösen und dazu können Sie zur Lösung des Magens, also zur Lösung vom Zwerchfell, können Sie sich die 6 Punkte herunterladen und die Sie unter dem Video finden. Und ich komme nun, das laden Sie bitte herunter. Das sind auch ganz einfache Dinge, die Sie durchführen können. Das sind Atemgeschichten und auch weitere Bewegungsdinge, die ganz, ganz einfach, aber zum Glück effektiv sind. Ich möchte hier weitere Methoden, um Verspannung im Magen-Zwerchfellbereich zu lösen und die Verdauung zu optimieren, nennen. Einmal ist es die Nasenatmungsübung, das ist der Sonnengruß und die manuelle Vibrationsmassage. Kommen wir zur Nasenatmungsübung. Tiefe Nasenatmung bei körperlicher Bewegung ist eine der besten Methoden, das Zwerchfell zu dehnen und in der Bauchhöhle Platz zu schaffen. Die Anweisung zur Nasenatmung erfahren wir dann noch näher in Kapitel 13. Dann der Sonnengruß. Bei dieser Abfolge von Yoga-Haltung, wechselnd Streckung und Beugung, natürliches Dehnen und Massage des Bereichs um das Zwerchfell und den Eingang des Magens, das nennen wir Sonnengruß. Und Anweisung zum Sonnengruß erfahren wir im Kapitel 13. Dann drittens, ich sagte es schon, die manuelle Vibrationsmassage. Führen Sie mit einem elektrischen Handmassagegerät im Bereich zwischen Magen und unterem Brustkorb eine Vibrationsmassage durch. Wiederholen Sie 2-mal täglich, 2 Minuten lang dieses, bis die empfindlichen und verspannten Bereiche unter dem Rippenbogen beidseits des Brustkorbs schmerzfrei, weich und elastisch sind. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, führen Sie danach die Übung zum Lösen des Magens, die Sie sich heruntergeladen haben in den 6 Punkten, führen Sie das dann eben danach durch. Dann gibt es noch die Geschichte linke Seite, beste Seite. Auch die Anweisung, auf der linken Seite zu liegen, wird von einer ganzen Reihe weiterer Studien bestätigt. Wenn Sie nach einer Mahlzeit auf der linken Seite liegen,
bleibt der Magen in einer Position, bei der die Nahrung leichter den Magen verlassen kann und in den Dünndarm weiterfließen kann. Im Stehen oder beim Liegen auf der rechten Seite liegt zu viel Druck auf den Magenpförtner, da dadurch möglicherweise den Mageninhalt zu schnell in den Darm oder in den Dünndarm passieren lässt, was zu Problemen wie Verdauungsstörungen, Blähungen und Blähbauch führen kann. In einer Studie hatten Babys, die beim Gefüttertwerden auf der linken Seite lagen, eine bessere Verdauung und weniger Koliken. Andere Studien zeigten, dass das Liegen auf der linken Seite bei gelegentlichem Sodbrennen Linderung brachte. Auch diese Studien kann ich Ihnen gern als Literatur anfügen. Deuten Sie mir Interesse an. Wir kommen nun zur Zusammenfassung. Bei der Verdauung und Lymphstau sind diese gemeinsam zu beachten und es ist simultan sowohl Verdauung als auch Entgiftung, wenn wir Probleme haben, zu beachten. Der Gallenfluss wurde zum Neustart vorgeschlagen. Wie Sie das machen sollen, das habe ich Ihnen vorgetragen und diese Punkte können sich auch unter dem Video herunterladen. Genauso wie die rote Beete zu benutzen ist, vorteilhaften roten Beete, das haben wir kennengelernt und daraus schließt sich an, wenn Sie eben das möchten, dass Sie sowohl rote als auch grüne Tonika-Rezepte verwenden. Sie stehen im Download zur Verfügung. Wir brauchen die Reinigung des Gallenganges, das haben wir gelernt. Wir haben die Aufdehnung der Gallengänge und damit Vorbereitung gelernt. Wir haben erfahren, wie vorteilhaft das wunderbare Kurkuma wirkt, wie wir das einsetzen können und wie das eben in anderen Kulturbereichen ganz fantastische Vorteile hat für die Erhaltung der Gesundheit. Wir haben Lebensmittel kennengelernt, die sich herunterladen können zur Anregung der Galle und des Verdauungsofen und den Verdauungsofen anzuheizen. Wir haben einige Methoden und Tipps kennengelernt, verdauungsfördernde Gewürze und haben Sodbrennen als etwas Besonderes kennengelernt. Somit haben wir die Fragen des eisernen Magens hier gut besprochen. Wir haben darüber über den Zusammenhang gesprochen und haben ganz, ganz einfache Dinge, umsetzbare, einfache Dinge kennengelernt, mit denen wir unsere Lebensqualität verbessern können. Das war also Kapitel 10 und freuen Sie sich auf Kapitel 11. Da geht es um die Zuckerwampe.